Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, dritter Teilkonjunktion zwischen Merkur und Pluto. Natürlich ist meine Interpretation vom zweiten Teil, dass es eben hier um Gruppenbildungen geht, zu eindimensional. Wir haben hier natürlich noch zwei weitere Bedeutungen, die drinnen stecken, obendrein, wenn wir berücksichtigen, dass Saturn als Herrscher von 11 in 12 im Quadrat zu Uranus steht. Da kommt jetzt gleich noch eine Aussage dazu, die sich selbst dann bestätigen wird, also wieder eine doppelte Aussage. Und zwar das 11. Haus steht auch für Behörden, und wenn wir diese Möglichkeit hernehmen, dann sehen wir, dass es hier im Bereich der Behörden sozusagen schon Uneinigkeiten gibt. Formulieren wir es mal so, dass es Uneinigkeiten gibt, das heißt, hier haben wir Merkur-Pluto, das bedeutet starke Spannungen, Auseinandersetzungen und sozusagen möglicherweise auch Streit. Ja? Möglicherweise auch Streit. Also das heißt, in den Behörden ist man sich nicht mehr ganz so einig. Und hier würde ich eingeschlossener Herrscher aus dem 6. Haus Spitze 11 gelten lassen. Die Sonne würde in dem Fall dieselbe Aussage sein wie bei den Demonstranten. Sozusagen hier ist eine starke Triebfeder die Wahrheit, die immer mehr und mehr über den Frostschutz herauskommt. Und wir können uns ja entspannt zurücklehnen, weil wir wissen ja, was hier seit nun fast 2 Jahren gespielt wird, das wissen wir. Und allmählich kommen immer mehr Behördenvertreter zu der Erkenntnis, dass sie das nicht mehr unterstützen wollen. Und das ist gut so. Und wenn wir jetzt die dritte Variante wählen, verbündete Staaten, Alliierte etc., dann sehen wir, dass es hier wieder, da können wir den Faktor 2, also Venus als Herrscherin von 2 in 11 natürlich besonders in Stellung bringen, genauso auch deswegen, ja, auch genauso wegen Saturn-Uranus, kommen wir gleich dazu. Das heißt, hier wird jetzt bei den Verbündeten und Alliierten Staaten wegen des Geldes untereinander gestritten. Ihr wisst ja, das ist so, wie wir das in der, was nicht, war das von Silman, die Dokumentationen über die Serengeti, wo eben berichtet wurde, ach Gott, wie hat der, Chimek hatte geheißen, glaube ich, der mit der Brille, der ältere Herr, glaube ich, Chimek, ja, ist mir gerade eingefallen, so Grzimek geschrieben. Und dieser Chimek hat ja auch thematisiert, wenn sozusagen in der Savanne da irgendwo die Wasserlöcher austrocknen, immer kleiner und kleiner werden, ja, dann haben wir hier starke Kämpfe, ja, starke Kämpfe am Wasserloch ums nackte Überleben, und die Krokodile schnallen sich natürlich schon das Schlabberlätzchen um, keine Frage, logisch. Ja. Die Nahrung kommt immer näher und näher, aber Scherz beiseite, das heißt, hier ist der Kuchen offensichtlich immer kleiner und kleiner, weil es ja sozusagen, unsere Heimat ist ja in einer, naja, Neptun ist Herrscher von 1 in 1, in einer Auflösungsspirale begriffen, ja. Also das heißt, hier wird natürlich der zu verteilende Kuchen immer kleiner und kleiner, und da schlägt man sich auch schon um die Krümelchen, wir würden sagen um die Bräseln. Ja? Also ganz spannende Prozesse, die hier eben aus dem 11. Haus herauszulesen sind. Natürlich kann man noch viel mehr herauslesen, aber im Moment fällt mir nicht mehr ein. Allerdings sehen wir den Saturn als Herrscher von 11 im Quadrat zu Uranus, eingeschlossener Herrscher von 12, gleichzeitig ist der Saturn aber auch Herrscher von 12. Also das heißt, Herrscher von 12 quadriert den eingeschlossenen Herrscher von 12. Eine ganz interessante Geschichte, die hängt natürlich auch mit den Alliierten, mit den befreundeten Staaten zusammen. Und das 12. Haus, naja, die Spitze 12. Haus ist ja auf super Fische gerade, ja, 29 Grad 19. Also das heißt, ja, wir wissen, es hat doch alles, hier ist immer alles offen und ehrlich abgelaufen. Das kann sogar der Franz Josef Strauß mit seinen Amigos bestätigen. Ja klar, also das ist ganz klar, also er hat 600 Millionen D-Mark auf ehrliche Art und Weise verdient, gar keine Frage. Niemand wagt da auch nur den Hauch eines Zweifels anzubringen. Wie haben die geheißen? Nicht Starfighter? Wir waren die, ich bin ja auch schon so vergesslich, aber wurscht. Ja. Auf jeden Fall alles nur im ehrlichen, anständigen Bereich, brauchen wir gar nichts reden. Und hier geht es natürlich bei Uranus Herrscher, eingeschlossener Herrscher von 12, da geht es ums Geld. Das heißt, hier haben wir schon wieder sozusagen die kreisenden Aasgeier finden sozusagen immer weniger Kadaver.
blöd. Dumm gelaufen, also sie haben ein tiefst empfundenes Mitleid. Wir erkennen auch im zweiten Haus selbst, dass hier Betrug kein Thema ist, also brauchen wir gar nicht überlegen, also Betrug ist hier nie ein Thema gewesen. Und ja, also ja, das ist, Provisionen spielen hier auch keine Rolle. Wie übrigens nichts mit nichts etwas zu tun hat. Naja, wir haben den Jupiter bereits in den Fischen und er wandert jetzt immer schöner in die Halbsumme zwischen Saturn und Neptun hinein. Und Jupiter im 12. Haus in den Fischen, welche Besetzung könnte für die Staatsipaten besser passen? Denn der Jupiter ist der Herrscher des 10. Hauses. Und hier sehen wir einmal vordergründig großen Idealismus, große Selbstlosigkeit unserer Staatsratsvorsitzenden und sie tun das Beste, was sie für die Bevölkerung machen können. Ja, natürlich. Na. Wir wissen, dass sie nur unser Wohlergehen im Auge haben und deswegen müssen wir auch immer wieder zum Taschentuch greifen, um uns die eine oder andere Träne des Lachens aus den Augenwinkeln zu wischen. Aber bei Augenauswischereien sind sie ja großartig. Nur, Jupiter ist halt in dieser Halbsumme eingesperrt. Ich zeige das noch einmal im KGB, also im Geheimdienste-Handbuch von Reinhold Ebertin. Wir haben hier Saturn, Neptun, also das ist der Rahmen, Leid, Verzicht, Krankheit, Auflösung von Strukturen. Und hier ist der Jupiter, verärgert oder missgestimmt, empfindlich, engherzig, egoistisch, Abmagerung, also lauter Attribute, die überhaupt nicht auf unsere Staatsipaten zutrauen. Sie sind weder engherzig noch egoistisch, sie waren immer selbstlos und wollten nur unser Bestes. Unser Geld, unsere Zeit und unsere Energie. Also das heißt, hier haben wir dann doch ein starkes Spannungsfeld innerhalb dieser Auflösungsstrukturen. Die Koffer sind schon überall gepackt, also alle Koffer stehen schon in Abwartestellung. Ja, gut, die Bevölkerung hat ein bisschen Probleme sozusagen mit Abreisen. Aber es gibt auch hier einige, die sozusagen schon das Weite gesucht haben. Was befindet sich in der Weite? In der Weite befindet sich der Mars im 9. Haus. Sehr impulsiv, sehr dynamisch, sehr verbunden über ein Sextil mit Saturn und über ein Quinkungs mit Uranus. Geht sich wunderschön aus, 11 Grad. Ich glaube, sind das schon 12 Grad? Ich glaube noch nicht ganz. Na, 11,58, also kann man sagen, 12 Grad der Mars. Aber trotzdem, ja, trotzdem ist hier ein großes Wut- und Impulsivitätspotenzial. Und das steht für mich als Herrscher des 8. Hauses, also das heißt Transformation, Niedergang, im Zusammenhang mit dem fernen Ausland. Und hier können wir einmal mehr, ich würde sagen, ohne weiteres auch den fernen Osten ins Spiel bringen, weil wir ja wissen, der Handel, ja, Handelherrscher von 3, ist ja Merkur in Konjunktion mit Pluto, Herrscher des 8. Hauses. Ja. Also das heißt, hier haben wir ja wieder dasselbe Thema, wie immer. Handel, Wirtschaft, Industrie, große Schwierigkeiten mit dramatischen Veränderungen, ja, die vielen Betrieben, weil das lesen wir hier auch heraus, das sprichwörtliche Genick brechen wird. Also das ist alles bekannt. Und dass der Mars dann als Herrscher von 8 in 9 steht, ist nur verständlich, weil hier herrscht große Nervosität, große Spannung im Zusammenhang mit dem fernen Ausland. Und der Mars ist auch der eingeschlossene Herrscher des 1. Hauses. Das heißt, es betrifft natürlich unterschwellig, aber doch das gesamte Land, sehr einfach zu interpretieren. Ansonsten würde ich sagen, haben wir, naja, so im Ganzen und Großen den Kern dieses Horoskopes wirklich gut freigelegt. Ich bin ganz stolz auf mich. Na, entschuldige, wenn ich das so sage, ja, aber beim ersten Teil habe ich noch Blut und Wasser geschwitzt. Ich bin nämlich eine Stunde vor dem Horoskop gesessen und ich habe wirklich keine Ahnung gehabt. Und was ich jetzt hier herauslese, hat sich erst im Gespräch mit dir, mit euch, würde ich sagen, für mich sehr positiv ergeben. Bin ich wirklich ganz happy, weil es ist für mich auch sehr ungut, wenn ich euch irgendeine allgemeine Geschichte erzähle. Ja, jetzt werden einige sagen, ja, du erzählst eh nur Geschichten. Ja, gut, okay, ich sage nichts mehr. Aber wie auch immer, Mars im 9. Haus, große Nervosität, große sozusagen, naja, auch in den Schützen,
Unabhängigkeitstendenzen. Also das heißt, hier die Märkte aus dem Fernen Osten wollen sich wahrscheinlich, oder die Handelspartner aus dem Fernen Osten wollen sich dann wahrscheinlich auch auf die eine oder andere Art nicht nur emanzipieren, sondern auch viele Handelspartner entledigen. Und ihr wisst ja, die transsibirische Eisenbahn wird schon in den Süden verlegt. Xi Jinping hat sozusagen hier ja schon Gewaltiges im Hinter und im Untergrund geleistet. Ich habe da spannende Dokumentation gesehen, was da an tausenden Kilometern an mehrgleisigen Schienen verlegt wurde. Also unvorstellbare Trassen, die da gelegt wurden, Hochgeschwindigkeitszüge für Güterzüge. Also hier tut sich etwas. Die sogenannte Seidenstraße wird sozusagen neu geknüpft. Naja, wir werden sehen, wie sich das Ganze entwickeln wird. Aber jetzt haben wir derzeit einmal die Zeichen auf Umbruchsphase. Und ja, so ist es. Gut. Und ich würde sagen, wir freuen uns dann schon auf den vierten Teil, ich genauso, denn jetzt geht's um Partnerschaften. Ende.